Ich möchte euch alle aus Forstsicherheit Landesbildungsorganisation und im Namen des Renninstituts Steiermark recht herzlich begrüßen zur Diskussion Europa und Brexit. Wie geht es weiter in Europa? Was ist die Rolle der Sozialdemokratie? Und möchte mich mal ganz zuallererst einmal bei den zwei Hauptdiskutanten und bei den Highlights heute bedanken. Einerseits beim Minister Jörg Leichtfried, den ja eh jeder kennt, und beim Hannes Woboda als ehemaligen Fraktionsführer der Europäischen Sozialdemokratie. Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt für die Diskussion. Ich glaube, das verdient gleich mal am Anfang einen Applaus. Und wir haben uns gedacht, damit wir nicht ein reines Podium voller Männer haben, haben wir natürlich auch eine extrem qualifizierte Frau gefunden, die heute durch den Abend oder frühen Abend und späten Nachmittag führen wird. Die Stadträtin Melanie Braxner aus Kapfenberg wird heute durch die Moderation führen. Danke dafür. Und auch danke an die Regionalorganisation, an der SPÖ Bruckmürz-Zuschlag für die Organisation des Seminars im Vorfeld und auch jetzt für die Organisation und Unterstützung bei der Durchführung der Veranstaltung. Ja, das Thema Europa ist, glaube ich, für die Sozialdemokratie eh so brennend wie selten zuvor. Wir haben jetzt gerade vor zwei Tagen eine Wahl erlebt in den Niederlanden, wo eigentlich ganz Europa geschrieben hat, Europa atmet auf. Ich habe mir immer gedacht, wovon Europa aufatmet. Ein Kandidat, der ein bisschen Wilders Leid gemacht hat, hat die Wahl gewonnen. Der Gerhard Wilders hat 10 Mandate dazu bekommen und die Sozialdemokratie hat, glaube ich, mehr als wie 2/3 der Mandate verloren. Das ist, glaube ich, nicht so Europa und aufatmen, wie wir es uns als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten vorstellen. Ich glaube, wir stellen uns da Europa vor, das wieder viel mehr nicht immer nur die Themen der Flüchtlinge in den Mittelpunkt stellt oder der Themen der Austerität, sondern ich glaube, es gibt genug Themen, wo wir uns als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in Europa darum kümmern könnten. Wie können wir Jugendarbeitslosigkeit, die in manchen Staaten in Europa nicht mehr extrem hoch ist, bekämpfen? Wie können wir dafür sorgen, dass die breite Masse endlich wieder am Wohlstand teilhaben kann? Es gibt zurzeit so viel Wohlstand wie nie zuvor und trotzdem gibt es so viele Menschen in Europa, die einfach auch von Armut betroffen sind. Es gibt das Thema, dass internationale Großkonzerne viel weniger Steuern zahlen, prozedent wie jeder da in dem Raum herinnen. Und ich glaube, also es gibt eine Fülle an Themen, die für Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in Europa einfach brennend wären. Und ich glaube, diese Themen sollten wir uns erstellen und diskutieren. Und ich finde, dass man sich als Sozialdemokrat nicht für Europa schämen muss und nicht irgendwie sagen muss, nein, die EU, die gibt es eh nicht und diskutieren wir gar nicht drüber, sondern wir sollten einfach die EU auf das begreifen, was es ist, ein politisches Kampffeld, wie die Gemeindepolitik, wie die Landtagspolitik oder die Landespolitik oder die Bundespolitik. Es geht darum, Mehrheiten zu erkämpfen, dass wir für anders Europa einfach Mehrheiten haben. Und die Sozialdemokratie war zum Glück immer internationalistische Bewegung. Sie hat es leider, während sie das Kapital in den letzten 100 Jahren immer mehr internationalisiert hat, hat sie es verloren und hat sie doch die Sozialdemokratie na, als Nationalstaat, da kann man es auch ganz schön haben. Ich glaube aber, das genaue Gegenteil ist der Fall. Die Sozialdemokratie war immer dann stark, wenn sie sich zu ihren internationalen Wurzeln bekannt hat. Und ich glaube, das müssen wir in der Sozialdemokratie wieder verstärken, dass wir uns nicht dafür schauen, dass wir solidarisch zu Menschen aus anderen Ländern sind. Und dass wir uns nicht dafür schauen, dass wir Sozialdemokraten für Europa stehen. Wir stehen für ein starkes Europa, wir stehen aber auch für ein anderes Europa, für ein soziales Europa. Und wo nicht Millionen von Jugendlichen keine Arbeit haben. Und dafür kämpft man und dafür, glaube ich, gibt es auch in den nächsten Jahren Politikkonzepte, fernab von Austerität und Co. Zu definieren. Und deshalb freue ich mich auf die spannende Diskussion. Und danke nochmal für eure Teilnahme und eure Teilnahme. Freundschaft. Danke, Wolfgang. Ich kann leider noch nicht so frei von der Leber wegsprechen. Ich habe mir ein paar Schummelzettel geschrieben, aber ich darf euch auch mal ganz, ganz herzlich zur heutigen Abendveranstaltung begrüßen. Die Veranstaltung ist organisiert, ist aus der Bildungsreihe Kopfarbeit und ist organisiert von der SPÖ Bildungsorganisation, dem Renner-Institut, dem BSA Bruckmürz-Zuschlag und der Regionalbildung Obersteiermark-Ost. In dem Zusammenhang darf ich gleich von Marcel ganz liebe Grüße, freundschaftliche Grüße ausrichten. Er ist heute leider dienstlich verhindert, aber im Gedanken bei uns.
und ich hoffe, dass ich ihn würdig vertreten kann. Mein Name ist Melanie Praxmeier. Ich bin Erziehungs- und Bildungswissenschaftlerin, seit 2015 Sozialstadträtin in Kapfenberg und seit die Regionalbildung voriges Jahr neu gegründet wurde, die stellvertretende Vorsitzende. Und ich freue mich sehr, dass ich heute an dem Abend dabei sein darf und den Abend moderieren darf. Ich darf gleich zu Beginn unsere zwei Diskutanten vorstellen. Dr. Hannes Swoboda, ein langjähriger EU-Abgeordneter, insgesamt 18 Jahre, habe ich heute schon erfahren am Nachmittag. Er ist 2012 zum Präsidenten der S&D-Gruppe gewählt worden, davor war er 14 Jahre als Vizepräsident in der Fraktion tätig, ist gleich nach dem österreichischen EU-Beitritt ins Parlament berufen worden, ins EU-Parlament, hat die SPÖ-Liste der Spitzenkandidat in mehreren Wahlen angeführt und eben diese langjährige Erfahrung als EU-Politiker, wie auch Erfahrungen als Mitglied der Wiener Arbeiterkammer, des Wiener Landtags, Gemeinde- und Stadtrats, machen ihn zu einerseits zum Experten für europäische Integration und zur Förderung der Minderheitsrechte im Kampf gegen politischen Extremismus, aber auch für Fragen, was Bildung, Gesundheit, Wohn- und Arbeitspolitik, Stadtentwicklung und Stadtplanung betrifft. Also wirklich ein umfassendes Wissen. Ich habe heute am Nachmittag schon einer spannenden Diskussion bzw. einem spannenden Seminar beiwohnen dürfen und ich freue mich umso mehr, dass wir den Abend heute gemeinsam verbringen. Danke, dass du da bist. Und ich darf unseren Bundesminister Magister Jörg Leichtfried begrüßen. Der Jörg hat ja als geborener Brucker quasi Heimspiel da heute. Er ist 2004 erstmals zum Abgeordneten ins Europäische Parlament gewählt worden, 2009 und 2014 wieder. Er war Delegationsleiter der SPÖ-Fraktion, Vizepräsident der Animal Welfare Intergroup, das habe ich sogar gegoogelt, damit ich ein bisschen Hintergrundwissen habe. Ab 2014 Vizepräsident der S&D-Fraktion. 2015 ist er aus dem Europaparlament ausgeschieden, wie wir wissen, und steirischer Landesrat für Verkehr, Umwelt, Energieeffizienz und Sport geworden. Und seit Mai 2016 ist er Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie. Und lieber Jörg, du bringst uns im wahrsten Sinne des Wortes seit vielen, vielen Jahren voran, sei es mit den neuesten Elektroautos oder mit deinem großartigen politischen Engagement. Schön, dass du heute da bist. Danke. Wir werden jetzt anfangs Eingangsstatements zum Thema EU-Politik von den beiden Diskutanten hören und es wird dann noch Raum für Fragen geben. Ich darf ihn Hannes bitten zu beginnen mit einem Eingangsstatement. Ja, danke schön. Eigentlich sind ja etliche hier, die mich schon im Seminar gehört haben. Ich will da jetzt nicht zu viel reden. Ich möchte vielleicht an das anschließen, was Wolfgang Bolzi gesagt hat. Auch die Europäische Union ist ein Feld des Kampfes, der Auseinandersetzung. Der politischen Auseinandersetzung zwischen rechts und links und auch mit natürlich anderen Gruppierungen. Es gibt ja dort sehr viele Gruppierungen und das vergessen wir manchmal. Aber ehrlicher gesagt, wir haben das ja auch manchmal in unserer eigenen Heimat in Österreich oder vielleicht auch manchmal in Ländern und Gemeinden vergessen, dass es um eine politische Auseinandersetzung geht. Es geht ja nicht, so wie es nicht darum geht, Steiermark gegen Österreich. Ist auch schwierig, wenn der Jörg Minister ist aus der Steiermark. Aber es geht auch nicht zwischen Österreich und der EU. Ich frage mich immer, wenn die Leute, was macht die EU, wer ist die EU? Sondern es geht um eine Auseinandersetzung, was soll Europa tun? Und da haben wir schon ein bisschen heute diskutiert, glaube ich, sollte, da bin ich auch der Meinung, und da macht der Jörg, dass Europa sich auf die wesentlichen Punkte konzentrieren soll, die notwendig sind, also was die Kompetenzen betrifft. Sicherheit ist sicherlich etwas, was heute besonders wichtig ist. Wie kann man die Sicherheit der Menschen in Europa fördern und fordern? Und angesichts der Herausforderungen, die einfach da sind, in einer globalisierten Welt, wir leben nicht allein. Wir sind in Europa, das sage ich immer, nur 6% der Weltbevölkerung. 6%, mehr sind wir nicht. Wir sind reich, noch sind wir reich. Die anderen holen auf. Langsam, machen wir schneller. Und da können wir nicht glauben, wir können alles beherrschen.
Da gibt es natürlich Flucht, da gibt es Globalisierung, da gibt es internationalen Handel. Die Frage, wie wir das organisieren, das ist eine entscheidende Frage und da muss Europa helfen, weil das können wir allein nicht. Ich sage auch immer wieder, okay, wenn bei einer internationalen Konferenz jemand aus Österreich aufsteht und sagt, das und das, das muss geschehen, und ein Chinese fragt jemand, okay, wie viele Leute vertrittst du? Und wir sagen, ja, 8 Millionen sind wir. Ja, wir sind 8 Millionen. Dann wird er sagen, ja, aber Shanghai hat 24 Millionen. Also da muss man die Relation sehen. Das heißt nicht, dass wir nicht unsere Interessen vertreten, im Gegenteil. Aber wir müssen das gemeinsam als Europäer tun, damit wir das möglichst stark tun können, gerade was auch diese internationalen Fragen betrifft. Also, und da wird man vielleicht manche kleine Regelungen, wird man vielleicht auch wieder den Ländern, den Staaten, den Mitgliedstaaten, aber vielleicht auch den Regionen wieder zurückverlagern, dass die das regeln. Und wenn von dort dann der Wunsch kommt, bitte EU regelt das, damit wir das gemeinsam in Europa einheitlich haben, dann ist es ja okay. Aber es muss ja nicht immer die Kommission kommen mit Vorschlägen, weil dann schaut es auch so aus, okay, die Bürokraten sitzen da in Brüssel und überlegen sie, was kann ich jetzt noch machen, damit ich einen Job habe und was sozusagen einen Vorschlag machen kann. Viele Vorschläge haben auch Ideen dahinter. Aber das muss man lieber weniger, aber das besser und stärker vermitteln. Aber entscheidend ist natürlich auch, dass Europa wirtschaftlich vorankommt. Wenn wir sehen, dass viele Leute arbeitslos sind, auch in Österreich steigt die Arbeitslosigkeit, allerdings noch immer auf einem sehr niedrigen Niveau, wenn man es international vergleicht. Wenn man sieht, dass viele Jugendliche arbeitslos sind, dass Jugendliche eigentlich ihr Arbeitsleben damit beginnen, dass sie keinen Job haben, da muss Europa handeln und dann muss es weg von dieser reinen Austeritätspolitik. Natürlich kann Europa genauso wenig wie der Staat Österreich jetzt Arbeitsplätze im Detail schaffen. Aber die Voraussetzungen dafür, die Infrastruktur, kann ich wieder auf den Jörg verweisen, was gerade den Verkehr betrifft, vieles andere, was heute schon dazugehört, ob es die Breitbandtechnologien sind, ob es natürlich auch das Bildungswesen, Schulen etc., das sind alles Investitionen, die wir noch verstärkt machen müssen, damit wir Europa wettbewerbsfähig halten und damit wir auch unsere Interessen durchsetzen können. Wir haben ganz bestimmte Interessen, zum Beispiel was die Umwelt betrifft, dass wir in einer gesunden Umwelt leben, in einer Umwelt, wenn ich allein da hinausschaue, die eben so erhalten wird, dass sie uns als Bewohner und Bewohner dieses Kontinents und dieser Regionen auch entsprechend zum Wohle verhilft. Daher ist es so, dass wir international gerade auch schauen, dass der Klimawandel verhindert wird oder reduziert wird, zumindest der Temperaturanstieg, damit auch nicht so viel Fluchtbewegungen stehen. Wenn wir heute schon sehen, dass manche Inseln überschwemmt werden und dann Leute von dort fliehen, weil eben diese Umweltbelastung sind. Wenn wir Dürren haben, extreme Hungerkatastrophen in Jemen, in Ostafrika, in Nigeria haben, laut einer UNO-Statistik hatten wir nie so viele Hungerkatastrophen gleichzeitig wie heute. Dann sind das Dinge, die uns dann auch irgendwie betreffen, wenn sich die Leute auf den Weg machen. Obwohl dabei das größte Teil der Flüchtlinge in anderen armen Ländern bleiben, in der Umgebung der Länder, wo es diese Konflikte oder Situationen gibt. Aber machen sich dann doch immer wieder einige auf den Weg nach Europa. Und das sind die Fragen, die wir gemeinsam in Europa angehen müssen. Und das ist, und damit bin ich auch schon zum Ende, ist schon eine Verbindung zwischen das, was wir in Europa tun müssen und was wir von Europa erwarten, aber auch in unseren Mitgliedstaaten, in unseren Regionen. Diese politische Auseinandersetzung zu führen. Und da dürfen wir uns nicht von den Rechtsextremen in ein Eck drängen lassen. Wir haben das heute gerade auch mit der Flüchtlingsfrage diskutiert. Aber die Leute, unsere Bevölkerung muss wissen, was wir als Interessen vertreten, was wir mit einem klaren Profil, wozu wir uns bekennen und was wir auch umsetzen. Und das gilt für Europa genauso wie auf der nationalen Ebene. Und da wird die Nationalisten oder die FPÖler und so weiter, wie immer sie heißen, und weil die Wahlen in erwähnt worden sind in den Niederlanden, die decken ja das Thema zu. Die Sozialdemokratie kommt dann gar nicht mehr, die eigentlichen Themen überhaupt anzusprechen und den Leuten zu sagen, wofür wir sind, wenn immer nur über das Thema Flüchtlinge oder Islam oder andere Dinge gesprochen werden, auch in Regionen, wo das
nicht ein reales Thema ist. Und das, glaube ich, ist, da muss die Sozialdemokratie in ganz Europa natürlich sich anstrengen. Wir haben in Österreich gute und richtige Schritte gesetzt. Wir sind ja wieder in einer Aufwindsituation, noch nicht so stark, wie wir es wollen, aber wir sind auf bestem Wege und ich glaube, das kann nur gelingen, wenn alle mitarbeiten, wenn alle mitwirken, wenn alle, wie immer man zu einzelnen Punkten steht, sagen, ja, wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir sind bereit, diesen Dialog mit der Bevölkerung zu führen, sie zu überzeugen, dass Europa ein richtiger Weg ist, aber es muss ein anderes Europa werden. Wir wollen mit den anderen Staaten, und ich denke nur an Martin Schulz, der jetzt einen tollen Wahlkampf in Deutschland führt, es ist möglich, mit einer klaren Linie, mit klaren Worten, mit einer entsprechenden Kraft und sozusagen Animo, auch wieder eine Partei wie die SPD, die eigentlich dahin getümpelt ist, um die 20%, ihr wieder Kraft zu geben und sogar die Chance zu geben, einen Bundeskanzler in Deutschland zu stellen, das wir ja haben. Also da braucht man vielleicht nicht im Prinzip daran zweifeln. Aber dennoch, glaube ich, ist es absolut wichtig, weil wir gerade diesen Rückenwind aus Deutschland bekommen können, dass wir hoffen, dass die Wahlen dort gut gehen. Das würde für uns in Österreich, aber auch für Europa ein großes Asset sein, weil es das zum Ausdruck bringt, was wir haben wollen. Eine sozialere Gesellschaft in Österreich und ein sozialeres Europa. Was immer das im Einzelnen bedeutet, können wir diskutieren. Aber ohne dass Europa sozialer wird, wird Europa nie uns alle überzeugen können. Und das wäre aber wichtig, diesen Schritt zu gehen. Danke für das Aufmerksamkeit. Das Wort an dich, Jürgen Jörg. Danke, Hans. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Und es ist mir eine besondere Freude, mit Hannes zu diskutieren. Der Hannes war immer so ein bisschen, ich kann das jetzt ja offen sagen, ein Vorbild für mich. Das Leben im Europäischen Parlament ist ja manchmal auch ein etwas Kompliziertes, wenn man so sagen kann. Und ich war immer in der Situation, jemand gehabt zu haben. Wenn man dem Hannes nach Rat gefragt hat, war das eigentlich immer der Richtige. Und da wollte ich mich mal jetzt auch offiziell bei dir bedanken, weil sowas ist in der Politik auch nicht selbstverständlich. Zum Thema jetzt, es war sehr interessant, wie ich jetzt hergekommen bin, waren gerade die Nachrichten in Ö3. Und es wurde über den Besuch der deutschen Bundeskanzlerin in den Vereinigten Staaten berichtet und der Moderator hat dann relativ für mich nachvollziehbar eines gesagt. Es trifft die Anführerin der freien Welt, einen gewissen Herrn Trump. Und das ist doch etwas komplett für uns Ungewohntes. Ich bin aufgewachsen mit dem Gefühl, die freie Welt ist auf der anderen Seite des Atlantiks und Werte wie Demokratie, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit sind dort im Ursprung zu Hause und haben von dort ihren Weg nach Europa gefunden. Das ist natürlich so und man sieht auch, dass das rechtsstaatliche System in den Vereinigten Staaten doch sehr, sehr gut funktioniert und die Gewaltenteilung sehr gut funktioniert, aber allein dieser Eindruck, dass da jetzt jemand ist, der es mit diesen ganzen Dingen nicht so ernst nimmt, da ist schon einer, der, glaube ich, gerechtfertigt ist. Und warum sage ich das? Ich sage das deshalb, weil wir gemeinsam an einem Papier gearbeitet haben, an einem sogenannten Arbeitstitel Plan E, eine Vorstellung von Europa für die österreichische Sozialdemokratie. Und das beginnt im Wesentlichen damit, dass wir erkennen, dass Europa eigentlich der lebenswerteste Platz zum Leben auf dieser ganzen Erde sein kann, weil Europa diese Assets zur Gänze hat. Demokratie, Freiheit, Wohlstand, gute Umweltbedingungen, und alle anderen möglichen Dinge, die eigentlich lebenswertes Leben ausmachen. Und das ist doch gelungen, im Zeitraum nach dem Zweiten Weltkrieg
für diesen Kontinent zu schaffen. Und da hat natürlich die Europäische Union die maßgeblichste Hauptrolle dabei gespielt. Und trotzdem ist es so, dass die Situation derzeit für sehr, sehr, sehr viele nicht wirklich zufriedenstellend ist. Und dass es Kritik gibt, berechtigte Kritik gibt, Unzufriedenheit gibt. Und wir haben versucht zu analysieren, was da eigentlich dahinter steckt. Und meines Erachtens sind es zwei Dinge, zwei Fehlentwicklungen, die ganz frappant aufgetreten sind und die man jetzt eigentlich immer stärker bemerkt. Die Europäische Union hat die Wirtschafts- und Finanzkrise, wenn man sie so nennen kann, glaube ich, schon aus der Bahn geworfen. Diese beiden Krisen haben dafür gesorgt, dass meines Erachtens die Situation in der Union sehr, sehr viel komplizierter geworden ist, als wie es vorher der Fall war, und dass die Reaktion darauf unter Umständen nicht die war, die wirklich geholfen hat. Was war die Reaktion auf diese Krisen? Es war die Austeritätspolitik, wo man versucht hat, die Länder, die unter ganz, ganz großen Schwierigkeiten noch durchhalten konnten, zu stabilisieren. Das gemeinsam mit der Politik innerhalb der Eurozone, mit den Maastricht-Kriterien, mit den strengen Defizitgrenzen, hat meines Erachtens nicht unbedingt dazu geführt, dass diese Europäische Union und die Mitgliedstaaten der Europäischen Union schnell aus dieser Krise herausgekommen sind. Man hat es 10 Jahre mit derselben Medizin versucht und 10 Jahre lang nicht erkannt oder die Mehrheiten, die diese Entscheidungen getroffen haben, nicht erkennen wollen, dass es vielleicht doch der falsche Weg war. Allein wenn man jetzt sieht, dass es notwendig ist, Rahmenbedingungen für Wirtschaftswachstum zu schaffen und das eine politische Aufgabe ist, dass es notwendig ist, dass die Allgemeinheit in Rahmenbedingungen investiert. Diese Erkenntnis gibt es bei uns. Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten sehen das eindeutig so und in der österreichischen Bundesregierung versuchen wir das in unserem Teil auch so gut zu machen, wie es geht. Aber wir werden natürlich extrem gehindert daran. Wo wäre es normal, wenn ein Unternehmen eine Investition tätigt, die für die nächsten 20 Jahre wirksam ist, dass dieses Unternehmen diese Investition im Investitionsjahr komplett abschreiben muss? Wir sind in der Situation, wenn wir jetzt Tunnel, Eisenbahnstrecken, Straßen, Internet, Breitband bauen, muss das in diesem Jahr Maastricht wirksam werden, wo es losgeht. Also das ist eine Situation, die meines Erachtens eine sehr, sehr schwierige ist, nicht hilfreich ist und wo man auch dann was ändern muss an sich. Wir haben in Europa derzeit ungefähr 2% des Bruttoinlandsproduktes gehen in Infrastrukturinvestitionen im weiteren Sinn. In China sind es 9%. Das ist schon ein wesentlicher Unterschied. Und das wird nicht nur von uns kritisiert, das wird beispielsweise auch von McKinsey kritisiert, die jetzt bar jeden Verdacht, Linksabweichler zu sein, meines Erachtens sind. Ne? Also das ist etwas, was schon eine grobe wirtschaftspolitische Fehlentwicklung war, die am Ende dafür gesorgt hat, dass es nicht zu dem Wirtschaftsaufschwung kommt, der notwendig wäre, um gut bezahlte Arbeitsplätze in Europa zu schaffen. Und der Bundeskanzler hat, glaube ich, da in Bruck beim Plan E gesagt, beim Plan A gesagt, die ganzen Pläne bringen mich schon durcheinander jetzt. Wir haben einen großen Feind, und der Wolfgang Moitzi hat es auch gesagt, das ist die Arbeitslosigkeit. Und das ist insbesondere die Arbeitslosigkeit bei jungen Menschen in ganz Europa. Also das ist, denke ich, eine Fehlentwicklung, über die man schon diskutieren muss. Und dann gibt es eine für mich zweite sehr verbannte Fehlentwicklung, die auch eine ist, die zu ändern ist. Nämlich, dass dieses Prinzip, dieses wunderbare Prinzip der Freizügigkeit, dass die Grundfreiheiten insgesamt, hinter denen man ja zu 100% stehen muss, weil sie ja diesen Kontinent revolutioniert haben, dass diese Prinzipien schon ausgenutzt wurden, um Dinge damit zu erreichen, die, sagen wir es ganz einfach, nicht im Sinn der Erfinder waren. Wenn europäisches Primärrecht dazu verwendet wird,
Sozialrechte zu untergraben, Kollektivverträge zu untergraben, Arbeitsbedingungen zu verschlechtern, dann ist es schon etwas, was eine Entwicklung ist, über die man diskutieren muss und die meines Erachtens zu ändern ist. Was meine ich konkret? Hannes hat die Arbeitslosigkeit angesprochen. Das ist in Österreich eine sehr interessante Entwicklung. Wir haben ja nicht nur eine doch relativ für unsere Verhältnisse hohe Arbeitslosigkeit. Wir haben auch den Höchststand an Beschäftigten, seit es diese Republik gibt. Also das ist ja eine auf den ersten Blick doch eigenartige Entwicklung. Was dahinter steckt, ist, dass bei uns die Bevölkerung in den letzten Jahren enorm zugenommen hat. Wie ich Schulgegangen bin, waren wir 7 Millionen Einwohner. Dann waren wir irgendwann einmal 8 Millionen und die Tendenz ist jetzt in Richtung 9 Millionen Einwohner. Also das ist schon auch etwas, was man mit berücksichtigen muss und wo man überlegen muss, was das insgesamt bedeutet. Ich glaube, die Antwort auf diese ganzen Entwicklungen ist, dass es in der Europäischen Union ein Prinzip geben muss, was Arbeit betrifft, nämlich, dass Arbeit am gleichen Ort, bei gleicher Arbeit, zu gleichen Lohn und gleichen Sozialbedingungen stattzufinden hat. Und dass es nicht in Zukunft möglich sein darf, mit Dingen wie Entsendungen, Firmenkonstruktionen, Scheinselbstständigkeiten und so weiter, die guten Systeme, die manche Länder haben, zu untergraben. Das heißt, das ist meines Erachtens eine der Hauptaufgaben für die Zukunft, dafür zu sorgen, dass es in Europa fairer zugeht in diesen Fragen. Dass die Grundfreiheiten nicht dazu da sind, die sowieso nicht allzu viel haben, auch noch gegeneinander auszuspielen. Und einige wenige davon, die diese Dinge gut ausnützen können, davon profitieren. Ich glaube, das sind für mich die zwei Herausforderungen, die wesentlich sind dafür, dass Europa was wird, was auch in die Herzen derer wächst, die mit Europa nicht allzu viel zu tun haben. Es gibt ja dieses Europavirus. Jeder, der in der Europapolitik tätig ist und die Zusammenhänge begreift und weiß, was es bedeutet, nicht in Europa zu sein. Ich habe das selbst, der Hannes angesprochen, und unsere 8 Millionen. Ich war bei der letzten WTO-Ministerkonferenz in Indonesien als Vertreter des Europäischen Parlaments. Und das Gute ist, nicht wir müssen bei der WTO auftreten, nicht wir müssen in Außenhandelsfragen auftreten, die Europäische Union macht das für uns. Und da wird man ernst genommen. Da wird man von den Chinesen, den Russen, den Amerikanern, den Indern ernst genommen. Glaubt ihr, wenn der österreichische Politiker als Österreicher hinfahren würden, das wäre witzig, ja. Aber für uns nicht, für die anderen. Also das, und diese Notwendigkeit in Europa zu sein, die Europäische Union zu haben und dann die Chance zu begreifen, die uns diese Europäische Union bietet, weil gerade diese Europäische Union bietet ja die Chance, aus diesem Kontinent den besten Lebensraum dieser Erde zu machen. Die werden wir nur haben, wenn die Menschen eine gewisse Zufriedenheit aus unserer Mitgliedschaft ziehen. Und da müssen sie ja bemerken, dass es was nützt. Das heißt, sie müssen merken, die Europäische Union, dort wo es notwendig ist, bei den großen Dingen handelt sie so, dass es für uns gut ist. Und sie mischt sich aber auch nicht in jeden Blödsinn ein, weil es gilt, das Subsidiaritätsprinzip zu wahren. Das heißt, die Dinge sollen dort erledigt werden, wo sie am besten erledigt werden können. Und da ist wahrscheinlich auch ein bisschen was schief gegangen. Meines Erachtens ist es unsere gemeinsame Aufgabe, insbesondere der Sozialdemokratie, das zu korrigieren, weil wir müssen schon eines wissen. Unsere politischen Vorstellungen von Gerechtigkeit, Solidarität, Chancengleichheit, Einkommensgerechtigkeit, Steuergerechtigkeit, die lassen sich nur mehr europäisch umsetzen. Man wird keine Großkonzerne mit nationalen verschiedenen Steuerregelungen mehr vernünftig besteuern können. Da braucht es was Großes und das ist die Aufgabe, die vor uns liegt und die keine einfache ist, aber wenn es einfach wäre, kennt sie ja jeder. Danke. Danke, Jörg. Vielleicht darf ich da gleich anschließen mit meiner Frage.
weil jetzt oft schon Zusammenhalt, Zufriedenheit, europäisches gemeinsames Denken und Stärke gefallen sind und immer wieder aber gleichzeitig Austrittsbemühungen unterschiedlicher Länder zum Thema stehen und Großbritannien ja den EU-Austritt vorbereitet. Das ist auch was, wo gerade rechtspopulistische Parteien aufspringen auf den Zug und sozusagen mit leeren Versprechungen, muss man auch sagen, oder Versprechungen, die sie nicht halten können, die Bevölkerung versucht zu überzeugen, wieder die EU zu verlassen. Und wenn man jetzt das ein bisschen schaut, gerade was Großbritannien betrifft, sind schon Hashtags wie Break Red oder What Have We Done im Umlauf. Das heißt, erst im Nachhinein wird es oftmals bewusst, was auch so ein EU-Austritt bedeuten kann. Gibt es da jetzt da seitens der Sozialdemokratie Bestrebungen, das zu verstärken, dieses Zusammenhaltsgefühl und diese Zufriedenheit? Und wie können wir Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen dieses EU-Gemeinschaftsgefühl wieder stärken? Na, ich glaube, ohne da jetzt vehement widersprechen zu wollen, aber ich glaube, es ist den wenigsten bekannt, was für ein Chaos da noch vor uns liegt mit diesem Austritt Großbritanniens. Und nicht nur vor uns, sondern auch vor den Briten. Es sind jetzt, wenn diese Artikel 50, glaube ich, ist es, Äußerung kommen wird durch die britische Regierung, sind dann 2 Jahre laut den Rechtsbestimmungen, die dafür da sind, Zeit, diesen Austritt zu verhandeln. Die wenigsten wissen, was da alles verhandelt wird. Und da sind schon die ersten 3 Punkte, welche die wahrscheinlich nie fertig werden. Das erste ist die Abwicklung der finanziellen Dinge, wo die Europäische Union davon ausgeht, dass die Briten in dieser Finanzperiode ihren Verpflichtungen bis zum Schluss nachkommen werden. Wo die Briten aber nicht wirklich davon ausgehen, denen geht es einmal, dass sie das tun müssen. Das heißt, wie einigt man sich da und was ist, wenn man sich nicht einigt? Und was heißt das dann beispielsweise, das sind jetzt Dinge, die jetzt nicht uns unmittelbar betreffen, aber was heißt das für die Pensionen der ehemaligen Mitarbeiter, die aus Großbritannien kommen? Was heißt das für die ganzen Strukturprogramme, die jetzt beschlossen sind und die eigentlich finanziert werden müssen? Also das ist schon einmal etwas, das, glaube ich, in 2 Jahren eigentlich nie zu verhandeln sein wird und wo man wahrscheinlich auch keine Einigung findet. Das zweite ist dann das Problem mit der Freizügigkeit. Wenn sich Großbritannien da querlegt, dann wird auch dieses Kapitel nicht gelöst werden. Und dann ist beispielsweise ein ganz interessantes Phänomen, Großbritannien ist ja per se nicht jetzt in der WTO, sie sind ja als Teil der Europäischen Union in der WTO. Das heißt, was heißt das für die ganze Handelspolitik? Müssen die da jetzt aufgenommen werden, neu? In der WTO ist Einstimmigkeitsprinzip, da findet sie wahrscheinlich irgendwer, der dagegen stimmt, dann sind sie plötzlich nicht mehr WTO-Mitglied. Was heißt das mit den Handelsbeziehungen zu uns? Also das sind Dinge, die überhaupt noch nicht überdacht sind und wo es große, große Probleme geben wird, meines Erachtens hier irgendeine Lösung zu finden. Und deshalb meine ich, die jetzt schon wieder dagegen sind, haben natürlich erstens erkannt, dass es schwierig ist und zweitens erkannt, von welchen verantwortungslosen, rückgratlosen, ideenlosen Verloten sie in diese Falle geführt worden sind, um das einmal auch so zu sagen. Weil man sieht jetzt, dass die ganzen, die Brexit propagiert haben, die mit Lügen, beispielsweise haben sie ja gesagt, dass der britische Gesundheits-, der National Health Service davon unglaublich profitieren würde, was überhaupt nicht stimmt, hinten und vorne nicht stimmt, diese ganze Idee sozusagen gepusht haben, sie nachher alle verabschiedet haben und gesagt haben, ja, ich weiß jetzt auch nicht, was wir tun und tut's was wollt's. Ne? Also das ist wenn die Populisten dann auf die grausame Realität treffen, so verhalten sie sich dann. Und ich glaube, das ist schon jetzt auch eine Erzählung oder eine Idee, die wir als Sozialdemokratie verbreiten können. Nur,
Das allein ist es nicht. Wir müssen dafür sorgen, dass Europa insgesamt gerechter wird. Und das müssen wir bei uns im Land tun. Und deshalb hat auch die Bundesregierung einige Maßnahmen ergriffen, die diskutiert werden, aber die meines Erachtens schon vernünftig sind insgesamt. Insbesondere der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit, wo auch dieser Beschäftigungsbonus dazugehört. Und wir als Sozialdemokraten, und das hat der Wolfgang angesprochen, müssen natürlich wieder internationalistischer denken und dann auch tätig werden. Es hilft nichts, wenn jeder im eigenen Land sich was überlegt. Wir müssen zusammen wieder Mehrheiten erringen und unsere Ideen in diesen Mehrheiten umsetzen. Super, danke schön. Ich darf da vielleicht gleich anschließen, weil das passt ganz gut. Meine nächste Frage an Hannes. Wenn man vom sozialen Denken ausgeht und von Sozialpolitik, gibt uns ja momentan Portugal so ein bisschen das Vorbild Sparregierung versus Sozialpolitik, dass zum Beispiel durch die Anhebung von Mindestlöhnen, Inflationsanpassung niedriger Löhne und so weiter dazu geführt haben, dass Menschen wieder mehr Geld haben und dadurch auch wieder mehr konsumieren und dass das der Wirtschaft zugute kommt und gleichzeitig das Land aus der Krise führen kann. Ist das ein denkbarer Weg, also auf Sozialpolitik zu setzen und nicht auf Sparpolitik? Ja, darf ich nur eine Bemerkung noch zum Brexit machen. Wir haben das ja auch beim Seminar gar nicht andiskutiert. Auch für Großbritannien, also das Vereinigte Königreich selber, gibt es ja Riesenprobleme. Die Schotten wollen jetzt wieder weg. Wie schaut das Verhältnis zu Irland an? Und gerade in Österreich einen Austritt zu diskutieren mit dieser engen wirtschaftlichen Verpflichtung mit Deutschland, ja, auch was die Währung betrifft, ist ja so irrsinnig, dass man wirklich nur auf diese anstehenden Probleme jetzt Großbritannien verweisen kann, wo, glaube ich, dann die Mehrzahl der Leute auch sagt, nein, das wollen wir eigentlich eh nicht. Aber jetzt zu deiner Frage. Wir haben als sozialdemokratische Fraktion ja immer wieder gesagt, diese Austeritätspolitik ist einfach ein Irrweg. Nicht, dass man sparen muss. Wir wissen auch in der österreichischen Bevölkerung, ist Sparen hoch sozusagen auf der Agenda. Aber man muss eben argumentieren, dass, der Jörg hat das erwähnt vom Unternehmen, wenn ich etwas investieren möchte, um etwas Neues zu schaffen, um neue Arbeitsplätze zu schaffen, dann ist es durchaus berechtigt, dass ich auch einen Kredit aufnehme, wenn das im Verhältnis zu dem ist, was die Einnahmen nachher sind. Die Frau Merkel vergleicht das immer mit der schwäbischen Hausfrau. Ja, wenn ich eine Hausfrau bin oder Hausmann bin, um das geschlechtsneutral zu sagen, muss ich das kann ich nicht einfach nur auf Pump leben, das ist immer der Ausdruck, ja, auf Pump kann man nicht leben. Aber jedes Unternehmen, das expandiert, lebt auf Pump immer wieder, weil es weiß, wenn ich eine neue Maschine anschafft, eine neue Halle schafft, neue Arbeitsplätze, bekomme ich ja wieder Geld hinein durch die mehreren Produkte, die ich verkaufe, wenn ich ein geschickter Unternehmer bin, natürlich, setzt das voraus. Daher ist es völlig richtig zu sagen, ich muss solche Maßnahmen setzen, die auch die Staatseinnahmen wieder erhöht, weil mehr Steuern gezahlt wird, die Arbeitslosenentgelte reduziert, weil ich dann immer mehr so viele Arbeitslose habe, die die Sozialausgaben auch wieder tendenziell reduziert, weil ich eben nicht mehr so viele Sozialfälle habe. Das heißt, man muss ja ein bisschen in einem Kreislauf denken und das ist absolut notwendig und richtig und ich wünsche auch dem portugiesischen Ex-Kollegen, der war auch bei uns in der Fraktion, viel Erfolg, dass es hier zu einer Lösung kommt. Das heißt ja nicht, dass gewisse Reformen notwendig sind, natürlich auch in Portugal. Man muss ein Land modernisieren, ein Land braucht Industriepolitik auch, weil man auch es ein Irrweg war, zu sagen, Industrie brauchen wir alles, nicht mehr Industrie, schmutzig, weg damit. Und da kann man ja froh sein, dass Österreich, denke auch an diese Region, das nicht gesagt hat, sondern lieber investiert hat in Umwelttechnologien, aber Industrie modernisiert hat. Und der Jörg auch als Industrieminister kümmert sich jetzt auch wieder, dass wir gerade auch Industrie, eine aktive Industriepolitik machen. Also diese simple Sicht, die es früher gegeben hat, das brauchen wir alles nicht und wir gehen jetzt nur auf Tourismus oder nur auf Dienstleistungen, ist ein Problem. Und in die Länder haben wir vor allem die Länder gelitten, die keine Industrie entwickelt haben oder wenig produziert haben, auch gerade für den Export. Also natürlich kann man nicht nur sagen, Mindestlöhne erhöhen und es regelt sich alles von selbst. Aber die Politik, die vor allem von vielen EU-Ländern aufgezwungen worden ist der Kommission, wo wir im Parlament immer dagegen votiert haben,
nämlich zu sagen, runter mit den Löhnen, runter mit den Sozialleistungen und dann wird alles gut, hat der Schiffbruch erlitten. Insbesondere natürlich in Griechenland ist das besonders sichtbar. Und daher wollen wir die Sozialunion. Nicht, dass jetzt die EU alles im Sozialgebiet macht, aber dass zwei Dinge ganz wichtig sind, die auch schon Jörg erwähnt hat. Erstens mal mehr Jobs für unsere Leute und zweitens keine Unterminierung und Durchbrechung der sozialen Errungenschaften, die in den einzelnen Ländern erzielt worden sind. Nicht überall gleich, ja, wir haben eine unterschiedliche Entwicklung, aber es soll nicht dazu dienen, die ganzen Regeln der EU, dass diese sozialen Normen, die wir mühsam erkämpft haben, durchbrochen werden, weil unsere Unternehmen zum Teil einfach billige Arbeitskräfte ausnutzen, denen sie vielleicht weniger zahlen, die nicht so gewerkschaftlich organisiert sind. Aber das ist nicht der Sinn Europas. Der Sinn Europas ist, soziale Normen zu erhalten, Moskee zu verbessern, aber nicht soziale Normen zu zerstören, mit dem Argument, ja, dann haben wir mehr Beschäftigung. Ist ja auch interessant, das ist ja mein letztes Argument dazu. Deutschland, das ja die höchste Beschäftigung hat, hat ja mit Ausnahme der Hartz-Reform, die hoffentlich ein bisschen korrigiert werden, ja nie das gemacht und die Merkel und der Schäuble hätten nie das vertreten können, was sie in Griechenland vertreten haben. Nämlich nur die Löhne hinunter und die Steuern hinauf und alles wird gut. Also sieht man ja, eine vernünftige Sozialpolitik ist, und auch in Österreich sieht man das, ist nicht im Widerspruch zu einer guten Beschäftigungslage, zu guten Exporten. Im Gegenteil, ich brauche heute in unseren Ländern Arbeitnehmer mit Qualifikation, mit Qualität. Die kriege ich nicht zu Hungerlöhnen. Die kriege ich nur, indem die Löhne angemessen, auch die Leistung, die die Leute gebracht haben, indem sie studiert haben, indem sie eine Lehre gemacht haben, auch wirklich honoriert. Daher ist das Soziale das Fundament des europäischen Wohlstands. Dankeschön. Genau, wir kommen jetzt gleich zu den Publikumsfragen. Ich möchte nur ganz kurz zusammenfassen, dass ich wirklich so aktive Sozialpolitik, dass die Europäische Union sich darauf konzentriert, also gemeinsames Auftreten gegenüber weltweiten Wirtschaftspartnern, dass man gemeinsam einfach gestärkt in Diskussionen gehen kann, was sowohl eben den sozialen Bereich, den sozialen Frieden, aber auch die wirtschaftlichen Aspekte betreffend, dass man nur mehr als Gesamt-EU auch weltweit sozusagen sich durchsetzen kann und auch weltweit die Forderungen durchbringen kann. Ich denke mal, das ist einmal ein ganz wichtiger Aspekt, auch in der Diskussion jetzt mit der Bevölkerung, warum EU, ja oder nein. So, die erste Frage ist schon bitte aufgetaucht. Ich würde zu dem was sagen, was der große Svoboda zum Schluss über die Merkel und über die Politik in Griechenland. Der österreichische Finanzminister war der größte Treiber, dass nichts passiert im Sinne der also das heißt, wir brauchen nicht nach Deutschland schauen, sondern der österreichische Finanzminister ist der Oberliberale. Aber ich habe eine andere Frage. Es ist ja so, die Europäische Union ist ja eine Konstruktion, wo die Grundlage für eine gute Zusammenarbeit der Beitrag jeder Nation ist, die in dieser Europäischen Union drinnen ist. Ich habe das Gefühl, dass am Beginn dieser Entwicklung ein Großteil der Staatsmänner tatsächlich Europäer gewesen sind, die gesehen haben, es kann nicht auf dem Rücken der Europäischen Union Politik gemacht werden, indem ich in Brüssel mitstimme und zu Hause gegen diese Beschlüsse wettere. Aber es ist ja auch modern geworden in diesem Europa, dass nur noch Staatsmänner am Werk sind, die zwar Nettoeinkünfte aus der Europäischen Union wollen, aber in Wirklichkeit überhaupt kein Interesse haben, dass diese Europäische Union funktioniert. Beispiel Polen, Ungarn. Also es gibt eine Entwicklung, die mich persönlich sehr nachdenklich stimmt, weil es kein Korrektiv gibt. Wenn die Europäische Union scheitert, dann ist es kein Scheitern der sogenannten Institutionen in Brüssel, sondern das ist ein Scheitern der Nationalstaaten, wo jeder sein Süppchen kocht und glaubt, er kann ohne Europa sozusagen die Politik machen. Und da fehlt mir der Ansatz. Wenn wir in so einem Kreis diskutieren, wie wichtig die Europäische Union ist, dann ist das ein Thema, jeder, der ein bisschen intelligent ist, wird sagen, ja, das ist wichtig. Aber die breite Masse, und jetzt haben wir genau früher
diskutiert darüber, diese Rechtspopulisten, die die Politik auf ein oder zwei Themen reduzieren. Und wir als Sozialdemokraten sind nicht in der Lage, hier offensiv gegenzusteuern, dann frage ich mich, wo das endet. Weil in Wirklichkeit, muss ich ganz ehrlich sagen, mache ich mir keine Sorge über die Europäische Union, was der Ansatz betrifft. Ich mache mir Sorge über die Europäische Union, über das, was sich nationalstaatlich abwickelt und eine Zentrifugalkraft wirksam wird, wo ich glaube, wenn das so weitergeht, dann explodiert dieses Europa. Und wir werden nicht in der Lage sein, mit unseren Argumenten diese Entwicklung zu stoppen. Danke, Klaus. Ich werde ein paar Fragen sammeln, wenn das recht ist und... Okay. Bitte. Ich möchte nur das noch anhängen und vielleicht die Frage präzisieren. Wie gedenkt die EU sich gegenüber dem, ich möchte sagen, asozialen, gegenüber dem asozialen Verhalten der Visegrad, sich zu positionieren, der Visegrad-Staaten? Also erwähnt Polen, Ungarn, die Polen sind ein katholisches Nationalvolk, das in Österreich, in Europa seinesgleichen sucht. Außerdem sind sie ausgewiesene Antisemiten. Die Ungarn, die erinnern mich an die Kaderzeit, die es einmal gegeben hat. Und die Tschechei und die Slowakei stoßen das gleiche Horn, obwohl sie von europäischen Firmen leben, von Autofirmen etc. Also hier dieses, der sanfte Weg diesen Staaten gegenüber, den halte ich absolut für falsch. Dankeschön. Gibt es da so? Bitte. Gerne. Ja, ich möchte gerne wissen, ob es schon Gespräche oder Überlegungen gibt, was geschehen wird, wenn England, Großbritannien aussteigt, nämlich bezüglich der Gewichtung der einzelnen Staaten. Dankeschön. Gibt es noch eine Frage momentan? Okay. Ja, Klaus, ich glaube, gibt dir vollkommen recht mit dem Problem des aufkeimenden Nationalismus. Was heißt aufkeimen? Das ist gut bei manchen. Die erste Phase war, wir sind zusammengestanden und diese Staatsmänner, die Europa gegründet haben, haben das auch gelebt, würde ich sagen. Zweite Phase war, die haben wir, denke ich, sehr gut miterlebt. Man hat in den europäischen Gremien Europa gepriesen, ist dann nach Hause gefahren und hat das, was man dort gepriesen hat, selbst kritisiert. Diese Phase war sehr evidente. Inzwischen sind wir meines Erachtens weiter. Inzwischen opponieren manche Vertreter von Mitgliedstaaten und auch deren Abgeordnete im Europäischen Parlament offen gegen die Europäische Union und gegen das, was wir beide glauben, dass Europa ausmacht. Vom Gefühl her gibt es einige Staaten, und das sind die dabei, die du, Herwig, angesprochen hast, die jetzt so eine zweifache Mitgliedschaft in sich haben. Wenn es was zum Holen gibt, sind wir dabei. Wenn es darum geht, Solidarität zu leisten, dann verabschieden wir uns besser. Das ist etwas, das zu bekämpfen ist. Und die Frage ist, wie damit umgehen. Und meines Erachtens könnte eine Lösung sein, dass man halt manche zurücklässt, die nicht wollen. Und die aber sich stärker integrieren wollen und mehr tun wollen, das tun lässt. Vielleicht sind auch diese Brexit-Verhandlungen gleichzeitig die Möglichkeit, so etwas mit zu erledigen. Es ist ja nicht so, dass es dieses Europa der zwei Geschwindigkeiten, wenn man es so nennen mag, nicht gibt oder der mehreren Geschwindigkeiten. Es gibt die Schengen-Zone, es gibt die Eurozone. Ja, vielleicht kann man auf diesem Weg, denke ich, weiter tun. Wo ich mit dir, Klaus, nicht einer Meinung bin, ist, dass wir nicht in der Lage sind, gegen diese Populisten anzukommen. Wir sind, glaube ich, so lange nicht in der Lage, gegen die anzukommen, solange wir selber glauben, dass es nicht geht. Aber ab dem Zeitpunkt, wo wir überzeugt hinausgehen und entgegenhalten, verlieren sie. Und man sieht das ja auch bei den Wahlen, die zu beobachten waren teilweise. Man sieht es jetzt auch in Österreich, man hat es bei der Bundespräsidentenwahl gesehen, und ich bin felsenfest davon überzeugt,
felsenfest davon überzeugt, dass wir das bei der nächsten Nationalratswahl sehen. Glaubt nicht die Umfragen, die jetzt noch in der Zeitung stehen, liebe Freundinnen und Freunde, die stimmen bei Weitem nicht mehr. Die haben ihr Pulver verschossen und ich glaube, sind nicht mehr am aufsteigenden, sondern eher am zu Tale befindlichen Weg. Was die Frage Brexit-Gewichtung betrifft, wird man auch sehen. Ich glaube, die Diskussion noch nicht abgeschlossen, ob beispielsweise im Europäischen Parlament die Anzahl der Abgeordneten gleich bleibt und es nur anders verteilt wird oder ob es reduziert wird. Das ist ein Problem, das zu diskutieren ist. Das zweite Problem ist, wie wird sich es in der gesamten finanziellen Situation gestalten. Das ist auch etwas, was noch nicht erledigt ist. Also dieser ganze Brexit wird zwar diskutiert, aber ich glaube, ob es schon irgendeinen Bereich, eine Lösung gibt, das ist schon sehr stark zu bezweifeln derzeit. Aber es sind eben noch 2 Jahre, die da ins Land ziehen werden und dann wird man es auch nicht gelöst haben. Also so würde ich das einmal einschätzen. Dankeschön. Ja, Frage Schelling oder Merkel oder Schäuble. Ich habe deswegen die erwähnt, weil natürlich, also erstmal war der Schelling bei der Konstruktion der Politik gegenüber Griechenland ja noch nicht dabei, damit war er noch nicht Finanzminister. Zweitens, und Merkel schätze ich in vielen Dingen sehr wohl, aber was diese Politik betrifft, ist natürlich entscheidend Deutschland gewesen. Wie überhaupt wir ein Problem haben, solange gute Leute, und wenn Schulz käme, natürlich noch bessere Leute in Deutschland am Ruder sind, ist das gut für die EU. Aber dass ein Land so stark ist, ist natürlich von der Grundkonstruktion ein Problem, weil eigentlich ohne Deutschland in der Europäischen Union nichts geht. Aber, wie gesagt, solange dort gute Politik gemacht wird in einigen Dingen, ist es noch verträglich. In dem Verhalten zu Griechenland nicht, aber da ist natürlich Deutschland führend gewesen, zum Teil, weil die deutschen Banken davon betroffen waren, muss man ehrlich sagen, und zum Teil, weil in Deutschland wirtschaftlich so stark ist. Jetzt zu der Frage Ungarn, Polen etc. Erstmal glaube ich, darf man nicht sagen, die Polen sind Antisemiten, weil ich mich immer wehre, wenn es heißt, die Österreicher sind Antisemiten oder sind, Lauser ist ein Begriff, den ich noch akzeptieren würde. Zweitens, ja, ich verurteile das absolut. Man muss halt nur ein bisschen auch die Hintergründe sehen, ohne dass man deswegen rechtfertigen muss. Das waren Länder, die unter kommunistischem Diktat waren, wo es eine erzwungene Internationalisierung gab. Ja, sagen, da wurden, wir sind die Internationalen und so weiter. Das alles von oben, von der kommunistischen Partei, eigentlich von der kommunistischen Partei der Sowjetunion erzwungen worden ist. Und die natürlich viele Entwicklungen nicht mitgemacht haben, die wir inzwischen im Westen mitgemacht haben. Ob das jetzt die Frage der Migration ist und der verschiedenen Religionen, die Frage der verschiedenen Einstellungen, was das sexuelle Verhalten betrifft, der Homo-Ehe und alles Mögliche, das ja dort immer noch irgendwie so furchtbar etc. ist, die sind in einem ganz anderen Entwicklungsstadium und können daher auch damit noch nicht umgehen. Ich hätte von vornherein etwas anders gemacht. Aufgrund meines Alters habe ich das schon beim Klima erlebt und beim Klima auch damals gesagt, warum wir nicht einen europäischen Flüchtlingsfonds machen, wo jedes Land einzahlen muss, gemäß der Stärke. Und das hat schon diskutiert. Und die Länder, die was machen für die Flüchtlinge, bekommen das auch finanziell. Dann werden vielleicht auch sich andere Länder überlegen, ob, wenn sie schon einzahlen in den Fonds, nicht doch bereit sind, auch Flüchtlinge zu übernehmen. Wobei die Polen sagen, das ist eine andere Frage, dass sie viele Flüchtlinge aus der Ukraine haben, was zum Teil stimmt, zum Teil sind es allerdings Saisonarbeiter. Also so einfach ist es nicht. Aber ich weiß auch, und ich war bei einer Tagung, wo der Buzek massiv die Polen beschimpft hat, oder die polnische Regierung beschimpft hat, dass sie glaubt, das hat irgendwas mit einem Katholizismus zu tun, wenn man keine Leute aufnimmt, die hat einen anderen Glauben etc. haben. Also in dieser Flüchtlingsfrage muss man sicherlich eine Lösung finden. Und da kommt ein Problem hinzu. Ich finde auch nicht sehr gescheit, dass man immer über Strafen redet. Man straft nicht anders, sondern wenn man das in einen Fonds machen würde und sagen, okay, da kommt ein Teil der Finanzen, wir können nicht sagen, die was machen,
die Flüchtlinge aufnehmen, sie genauso zu behandeln wie andere, das geht nicht. Die muss man eben auch finanziell unterstützen, dafür, dass sie diese Aufgabe übernehmen. Nur, und da waren wir im Parlament immer dagegen, ist die Laufzeit der Budget so lang, dass wir, wenn wir ein jährliches Budget hätten, könnten wir sagen, okay, wir stimmen nur einem Budget zu, oder zwei- oder dreijährigen Budget, einem Budget zu, wo das so geregelt ist. Und daher können die jetzt weiterhin das Geld beziehen, weil alle Länder, auch Österreich, immer gesagt haben, wir brauchen eine lange Periode für das Budget und nicht nur kurze Periode. Und daher fällt es weg, das eben finanziell auch entsprechend zu regeln. Leider. Es wäre viel vernünftiger, könnte man das regeln, dann würde man den Ländern sagen, okay, ihr nehmt keine Flüchtlinge, aber dann könnt ihr nicht erwarten, dass so viel Geld kommt. Wobei das finanziell ohne dies ein relativ geringer Teil ist, allerdings, weil die Länder ja ärmer sind, hätten sie dann nicht so schwere Aufgaben, aber es ist mehr eine ideologische Frage. Aber man muss das beim nächsten Budget, bei der nächsten Budgetverhandlung entsprechend berücksichtigen und sagen, die in einigen Jahren erst stattfinden, ich glaube 19, müsste man dann eben sagen, Freunde, wir müssen da eine Regelung hineinnehmen, die Flüchtlinge nehmen, die bekommen eben auch eine entsprechende finanzielle Unterstützung. Was ja auch mit der anderen Frage zusammenhängt, aus meiner Sicht mit der Freizügigkeit der Arbeitnehmer. Denn die Freizügigkeitsregelung der Arbeitnehmer war natürlich zu einem Zeitpunkt getroffen worden, wo es erstens einmal man geglaubt hat, dass die Angleichung der Löhne und Gehälter schneller vor sich geht, dann ist es weniger ein Problem und wo natürlich auch dieses Missbrauch nicht da ist und zweitens, wo es keine Flüchtlingsströme in dem Ausmaß gegeben hat. Aber ein Land wie Österreich, das eben auch Aufgaben bei der Flüchtlingsversorgung übernimmt, das noch dazu eben eine wachsende Bevölkerung hat, ist eben anders zu betrachten als ein Land, das keine Flüchtlinge übernimmt und hier keine Aufgaben der Europäischen Union übernimmt. Und zur Brexit, ich glaube, die Gewichtung bleibt, die ändert sich nicht. Es wird halt ein Teil weggenommen und sonst wird das Gewicht auf die anderen Länder aufgeteilt. Das Problem ist bei den Finanzen, weil immerhin England ist ein Nettofinanzierer. Und das muss man dann auch den Osteuropäern sagen, die ja so oft immer auf der Seite Englands gestanden sind. Freunde, wir können das nicht übernehmen. Es kann nicht sein, dass das, was England bisher geleistet hat, dann Deutschland, die Niederlande, Österreich und Schweden und so weiter übernimmt. Inzwischen gibt es ja schon mehrere Nettoländer. Dann gibt es halt weniger Geld an die anderen Länder. Das muss natürlich schon deutlich gesagt werden, weil manche dieser Länder so sanft mit England umgehen, also dann ist es ihr Geld, das verloren geht, aber es kann nicht unser Geld sein. Dankeschön. Weitere Fragen, bitte, Wolfgang. Ja, einer ist Geld für soziale Flüchtlingszwecke. Es gab ja ein ESF, nicht? Das ist ein Sozialfonds, wo man die Themen durchaus auch bedienen könnte, wenn man entsprechende Programme macht. Die Langfristigkeit der Budgets sehe ich jetzt, der selbst von EU-Projekten im Wirtschaftsentwicklungsbereich profitiert hat, etwas anders. Wir haben zwar operational, also ein Papier von 2014 bis 2020, die Periode, bis die operationellen Programme zum Laufen aufkommen, ist 2016. Und 2018 bis 2019 sind dann die Töpfe eh schon ziemlich leer. Das heißt also, die tatsächlich wirkliche Budgetphase beschränkt sich auf 3, 3,5, 4 Jahre maximal von 6. Das heißt, das Thema sehen. Das heißt, da würde ich einfach meinen, könnte man auch über die Strukturfondsprogramme durchaus für das Thema Flüchtlinge was machen, bei dem schneller oder kürzere Budgets bin ich down dafür. Wenn man nicht mit so komplexen Prozedere, wo ja jedes Land sein eigenes operationelles Programm bei der Kommission genehmigen lassen muss und mit jedem Anfang einer Strukturfondsperiode sind wir plötzlich alle überrascht, dass wir ein neues Programm brauchen, ja, das dann wirklich 1 bis 2 Jahre mindestens braucht, bis es greift, bis der Geld einmal fließt. Das ist alles zu lang. Da sind wir uns in Europa selber im Weg. Das geht zu langsam, also ich bin absolut da dabei, Budgets müssen schneller gehen, ja, aber müssen aber auch viel pragmatischer verhandelt werden und die Programme dafür ermöglicht werden. Und das andere zum Thema Arbeiten, mir ist eins eingefallen vorher, weil es jetzt auch Globalisierung und so verglichen hat.
Ich war voriges Jahr bei einer Tagung der Wirtschaftskammer in Graz unten so, USA, nicht? Da ist die Goldgräberstimmung und da geht es bergauf und was der Teufel auch immer erlaubt, eine Frage zu stellen. Das Wirtschaftswachstum der USA ist rein schuldengetrieben. Weil die USA hat eine Neuverschuldung von 7-8% pro Jahr. Und die amerikanischen Ratingagenturen prügeln Europa dafür, dass wir uns mit 3% neu verschulden. Das ist doch alles extrem steuert. Das heißt, wieso nabeln wir uns nicht ab von dem Thema? Warum macht die Europäische Zentralbank nicht, geht nicht her und sagt, wir retten selbst, wir retten auch die Amerikaner, also so wie das zurückspülen den Ball, dann hätten wir, wenn wir den ganzen Rating-Thema, das sind Zinsen, das sind Kosten, die Europa im Prinzip nichts bringen und am kapitalistischen Weg einfach Geld Richtung USA verschaufeln. Also da gab es meiner Meinung nach schon Ansätze, die man lösen könnte. Und die letzte Geschichte, die letzte Frage ist für mich trotzdem, wenn man die von Brexit, die Sonderlösungen, die Großbritannien in den Vergangenheit, die Frage, waren sie überhaupt jemals Vollmitglied der EU im Sinne der Akzeptanz der Europäischen Union? Weil die extra, wie es schon etwa für Britannien in den letzten Jahren gemacht hat, da kann dann mehr so viel um sein. Ne? Also, wenn man das alles ein bisschen effizienter macht, dann ist das, was da an Netto-Geld ausfällt, halt einmal verschmerzbar. Das wären so meine Gedanken. Danke, Wolfgang. Aber noch Frage? Ja, ich habe es jetzt zum Teil eh schon weggenommen, okay. Muss ich sagen. Aber vielleicht nochmal. Zum Teil. Als kleiner Grundgedanke, warum ich auf dieselbe Frage abgezielt habe, nämlich eben genau diese, also mir tut es wahnsinnig leid, dass die Engländer sich da diese Steckenpferde aufsetzen haben lassen und dann natürlich übelst gegen die Wand gefahren sind. Nur letztendlich, und das ist eben, was der Kollege gemeint hat, im historischen Kontext gesehen, haben sie ja besonders über die Wirtschaft sehr viele Bonusregelungen rausgekämpft. Und jetzt hätte mich einfach nur der Inhalt interessiert, wie das im Europäischen Parlament wirklich gefühlt wird. Möchte man einen harten Ausstieg machen, um das klar zu machen, dass da, oder wird es eher wieder Richtung Extrawirtschaft gehen? Das wäre mein Problem. Dankeschön. Eine Frage da. Ja, bitte, gerne. Alles ist schön und alles ist gut und es gibt auch große Erfolgsmeldungen durch die EU. Seit 1995 haben sich die Exporte verdreifacht. Nicht nur so. Aber meine Frage ist die, was du mal gibt, das Long-Dumping. Es ist eine Thematik, die ist derartig wichtig und bedeutend für die gesamte Wirtschaft und für die Steuerleistung, für die Arbeitslosigkeit insbesondere. Wenn wir da nicht dagegen steuern, das Lohndumping, dann können wir noch so viel Versuche machen, in welcher Beziehung auch immer, wenn Lohndumping nicht verhindert wird und eingeschränkt und reduziert wird, dann ist aus mit sämtlichen anderen Bemühungen. Danke. Dankeschön. Ja, wenn ich vielleicht jetzt kurz anfange. Also zum ersten Beitrag möchte ich nicht mehr sagen, weil ich da völlig einverstanden bin. Auch was diese Budgetgeschichten betrifft, man müsste auch ja früher entscheiden, sodass man schon dann, wenn das neue Budget beginnt, schon eine längere Zeit sich hat vorzubereiten. Dann kann man auch ein bisschen kürzer sein, also indem man so Überlappungen hat. Was die Ratingagentur betrifft, bin ich völlig einer Meinung. Wir haben lange gekämpft für eine eigene europäische Ratingagentur. Das ist immer wieder abgelehnt worden mit dem Argument, was haben wir von einer Ratingagentur, wenn die Leute international nicht daran glauben. Ja, wenn sie sozusagen den amerikanischen, den eingesessenen Ratingagenturen also mehr glauben. Es ist zwar inzwischen, glaube ich, mehr Transparenz notwendig und andere Dinge. Na, sicher war auch Großbritannien ein Land, das gegen diese Ratingagenturen war. Ja, schon, aber natürlich, ich war sehr und bin auch nach wie vor für eine eigene Ratingagentur, das ist ganz klar. Es kostet natürlich einiges, es ist nicht so billig. Natürlich muss man schon schauen, dass sie so real ist, dass sie von den anderen auch verwendet wird. Sonst hat man nichts davon, wenn man sie hat. Man darf allerdings nicht überschätzen, wo die Engländer überall blockiert haben. Weil insbesondere bei Blair zum Beispiel, man kann viel über Blair sagen und die Irak-Politik war ein Wahnsinn, aber gerade was im Sozialbereich betrifft, haben sie schon in viel mitgemacht. Also so viel extra Würstel haben sie vor allem in letzter Zeit nicht mehr gehabt mit dieser konservativen Regierung, die leider auch bleiben wird. Wenn ich mir die Labour Party anschaue, würde das natürlich wieder stärker werden. Zur grundsätzlichen Frage,
Und extra Würstel, Sie haben immer beim Budget was rausgeholt, nur muss man schon sagen, Sie kriegen aus der Landwirtschaftspolitik, und das ist eine starke Säule, obwohl auch wir immer wieder dagegen argumentiert haben, kriegen Sie sehr wenig Geld, weil Sie natürlich vorher schon so viel reformiert haben, dass Sie eine sehr kleine, effiziente Landwirtschaft haben. Und wenn ich mir anschaue, was Frankreich kriegt, allein aus dem Brocken des Landwirtschaftsbudgets und dann mit Großbritannien vergleiche, so war es nicht ungerechtfertigt, dass man diesen Bonus für Großbritannien gemacht hat. Die haben übrigens jetzt eh schon fast jedes Land hat irgendeinen Bonus, inklusive Österreich. Also da muss man schon offen und ehrlich sein. Und gerade jetzt merkt man ja, dass wir Geld verlieren, wenn Großbritannien ausscheidet. Also kann es nicht so viel extra Würstel gehabt haben. Aber ich bin durchaus der Meinung, dass man zumindest die Möglichkeit, und wenn es auch, da bin ich auch dafür, vielleicht nur eine begrenzte Anzahl von Mitgliedern ist, wenn Großbritannien ausscheidet, müssen wir das, was Großbritannien blockiert hat, müssen wir versuchen durchzusetzen. Wobei es immer natürlich so ist, Großbritannien hat immer Unterstützer gehabt irgendwo. Allerdings bei den Ratingagenturen, also die österreichische Volkspartei war auch nicht so begeistert von den Ratingagenturen. Aber wenn ein großes Land nicht mehr führend ist, bei der Blockade, dann tun sich die kleineren Länder auch schwer. Da hoffe ich doch, dass da einige Dinge vorgehen. So Lohndumping, wie es vielleicht eh darüber sagen, bin ich ja völlig der Meinung. Es ist aber eine politische Auseinandersetzung, gar nicht so zwischen Land und Land, sondern zwischen den verschiedenen politischen Kräften. Weil bei uns auch die Kammer und die Industriellenvereinigung immer argumentiert hat, ja, wir müssen die Löhne senken, weil wir nur so wettbewerbsfähig sind. Und unser Argument war immer, und das ist, glaube ich, auch das Richtige, und das zeigen ja auch die Exporterfolge, wir machen unsere Exporte nicht durch billige Löhne, wobei ich durchaus dafür bin, dass die Lohnnebenkosten gesenkt werden, damit mehr Leute beschäftigt werden. Wir machen unsere Exporte, weil wir gute Leistungen haben. Sonst würden die Deutschen nicht bei uns die BMW-Motoren kaufen, sondern würden es halt in Indien oder wo kaufen, oder wenn sie nicht außerhalb Europa gehen, in Rumänien kaufen, weil dort viel billiger ist. Also das heißt, die Sozialdemokratie sagt, ja, wir sind für die Exporte, aber aufgrund der Qualifikation unserer Arbeitskräfte und der Qualität unserer Arbeit und nicht, weil wir die Löhne hinunterschrauben wollen. Und das ist halt auch eine Auseinandersetzung, die wir in Österreich ganz stark führen müssen. Dankeschön. Vielleicht darf ich bei den Ratingagenturen noch kurz was dazu sagen, was mir da in dieser ganzen Situation aufgefallen ist. Und wir haben in dieser Krise eine Phase gehabt, wo jeden alle paar Tage empfunden, die Ratings, also die Drohungen amerikanischer Ratingagenturen dazu geführt haben, dass Europa immer tiefer reingerutscht ist und dass es mit dem Euro immer komplizierter geworden ist, dass die Kredite immer schwerer billig zu bekommen waren. Und dann hat es interessanterweise einen Zeitpunkt gegeben, wo plötzlich diese Ratings dieser Agenturen nicht mehr so wirklich ernst genommen worden sind. Und das hat ja unter anderem auch dazu geführt, dass Österreich, glaube ich, das AAA verloren hat, aber gleichzeitig mit dem Verlust des AAAs noch billigere Kredite bekommen hat und die österreichischen Staatsanleihen noch begehrter geworden sind. Und was ich gehört habe, war der Grund, dass man sich entschlossen hat, dass die Deutsche Bundesbank informell Ratings macht. Und da ist das erfüllt gewesen, was der Hannes gesagt hat, nämlich, dass das wer tun muss, der großes Vertrauen hat und wo die anderen drauf hören und das auch für bare Münze nehmen. Und ab diesem Zeitpunkt war es vorbei mit dem Wirtschaftskrieg gegen den Euro, eigentlich. Mit den Maßnahmen, die dann die Europäische Zentralbank gesetzt hat und wo sozusagen, und das muss man auch sagen, Milliarden an Euro von Spekulanten, die auf dem Untergang des Euros gesetzt haben, verloren gegangen sind. Also wir haben diesen Wirtschaftskrieg eigentlich gewonnen. Das ist schon auch so, aber wie gesagt, wenn man sowas institutionalisieren könnte und einmal informell machen würde für Europa, wäre das wahrscheinlich schon gescheiter. Was die Frage nach harten Austritt oder weichen Austritt betrifft, ich glaube, die Frage, was man will, ist da zweitrangig. Die Hauptfrage ist, was man überhaupt zusammenbringt in diesen 2 Jahren, weil meine These ist, man wird es nicht zusammenbringen. Und was dann ist, das ist natürlich auch etwas, was relativ schwer
abzuschätzen sein wird. Mein persönlicher Zugang ist, wenn jemand austreten möchte, ja, dann ist er draußen. Mit allen Folgen, die das hat. Das würde ich schon so sagen. Und das gehört natürlich dazu, zu konsequent handeln. Die haben sich entschieden. Und jetzt ist es an uns festzulegen, was das bedeutet. So einfach sehe ich das. Was jetzt die Frage des Lohndumpings und alles, was damit zusammenhängt, betrifft, ich glaube, das wird eine der Hauptauseinandersetzungen für die Zukunft werden. Und ich gebe da den Hannes vollkommen recht. Wir dürfen nicht in die Falle laufen, zu glauben, es ist ausschließlich eine Auseinandersetzung zwischen Staaten. Das ist es nicht. Europäische Politik ist teilweise eine Auseinandersetzung auf staatlicher Ebene. Aber dahinter stehen natürlich Überzeugungen und diese Überzeugungen gibt es auf allen Seiten. Ein ganz einfaches Beispiel, wo man es wirklich erkennt, ist die Verkehrspolitik. Wir gehen davon aus, dass wir glauben, Österreich in der Mitte ist das arme Opfer. Weil da wollen alle durchfahren, keine Maut zahlen, ihre Abgase und ihren Lärm da lassen und die anderen sind die Bösen, die das tun und wir sind das Opfer. So funktioniert es nicht. Es gibt genauso bei uns welche, die der Auffassung sind, möglichst billig auf der Straße, möglichst uneingeschränkt, möglichst wenig Vorschriften. Und dasselbe gibt es außerhalb von Österreich genauso. Aber es gibt auch umgekehrt die genauso außerhalb von Österreich sagen, wir wollen auf die Schiene verlagern, wir wollen ökologisch günstigen Verkehr haben. Und so ist es auch in der Lohngehaltspolitik. Die Genossinnen und Genossen aus anderen Mitgliedstaaten, unsere Parteifreunde, haben auch keine Freude mit diesem Lohndumping. Sie sind halt derzeit nicht überall so in der Mehrheit, um sich durchzusetzen. Deshalb, das ist eines, was man schon sehen muss. Aber das entbindet uns natürlich nicht als Verantwortliche für Österreich, wenn wir in der Regierung sind, auch verantwortlich für dieses Land so zu handeln, dass das möglichst unterbunden wird. Und einer der Hauptkampffelder derzeit sind die Sozial- und Entgeltbedingungen im Güterverkehr, bei den Lkw-Fahrern, wo eine Gruppe von Staaten im Zentrum Europas oder Politikerinnen und Politiker von Staaten im Zentrum Europas sagt, wir wollen nicht mehr weiter liberalisieren, solange nicht alle dafür sorgen, dass die Regeln, die es gilt, zumindest eingehalten werden. Also diese Auseinandersetzung gibt es schon und die haben wir zu führen, denke ich, auf diesem Gebiet und auch auf anderen. Es ist nicht immer nur der ungarische, rumänische oder wer immer Arbeiter, der vielleicht auf halblegalen, illegalen Weg nach Österreich in die Arbeit geschickt wird, schuld, dass das passiert. Es sind hauptsächlich die Unternehmer, die dahinter stehen und das machen, schuld. Und da ist es schon auch unsere Verantwortung, in Österreich Rechtsstaatlichkeit herzustellen. Da muss es halt mehr Kontrollen geben. Da muss es Konsequenzen für die geben, die das ausnützen und dahinter stehen. Da muss es eine Gesetzgebung geben, die das tut. Und da sind aber auch nicht alle in Österreich dafür, das muss man auch mal ganz, ganz offen sagen. Also ich glaube, man muss ein bisschen weg von diesem Wir gegen die anderen, im Sinne der Österreich gegen die anderen, sondern es gibt Leute in Österreich, außerhalb Österreichs, die recht zufrieden sind mit den Zuständen, die es jetzt gibt. Und es gibt die wir sind, die sie ändern möchten, zu ändern haben und ändern werden. Dankeschön. Genau, der Klaus wollte noch was sagen und dann der Wolfgang. Zum sozialen Europa noch eine Frage aufwerfen. Es ist so, wir sind uns glaube ich einig, dass wir ein sozialeres Europa brauchen. Aber wir haben eine große Chance vertan. Und zwar deshalb, wieso das transatlantische Freihandelsabkommen mit Amerika gelaufen ist. Erst dann, wie die Grauslichkeiten aus diesen Geheimverhandlungen ans Tageslicht gekommen sind wir munter geworden. Ich glaube, dass wir damals als Sozialdemokraten am Beginn dieser Verhandlungen sagen hätten müssen, bevor wir überhaupt beginnen, möchten wir Mindeststandards festlegen in der Lohnpolitik, in der Umweltpolitik, in der Beschäftigungspolitik an sich, wie die Produkte produziert werden müssen, unter welchen Dingen. Also das heißt, wir hätten verlangen müssen, dass ein Freihandelsabkommen mit Amerika verbunden ist mit Mindeststandards auf
von unseren Vorstellungen, was die Produktionsweise betrifft. So sind wir wieder in die Falle gelaufen und gesagt, verhandeln wir mal. Und da wäre wirklich die Chance gewesen, wenn wir da hart geblieben wären und gesagt, wir wollen diese Umweltstandards vorher geklärt haben, erst dann fangen wir zu verhandeln an. Ich weiß schon, dass die Amerikaner vielleicht schöner reden und so können, dann verhandeln wir überhaupt nicht. Aber diese Chance haben wir verloren. Also das heißt, wir hätten damals doch eine soziale Komponente sehr viel stärker verlangen müssen, als wir das in Wirklichkeit nicht getan haben. Danke. Wolfgang, ja? Ich würde mir vielleicht einen Aussatz sagen, weil das Thema Löhne, Mindestlöhne, Wunder angekommen ist. Vielleicht besteht die Chance darin, einmal einen ganz klaren Vergleich zu machen. Nicht? Weil der Arbeitnehmer, der den Unternehmer zu viel Geld kostet, dem Staat zu wenig Steuern zahlt, in Personalunion der Konsument ist, der zu wenig kauft. Gell? Und ich habe noch bei Andres gearbeitet, da hat der McKinsey gestellt, den Generaldirektor Leitner uns bei der Weihnachtsanstalt gesagt, die Arbeit ist teuer. Der Handwerker, der 600 Schilling in der Stunde kostet, den kann sich keiner mehr leisten. Kostet er nur 200 Schilling in der Stunde, dann kann er nicht leisten. Und bin ich nachher hingegangen zu ihm und habe gesagt, aber Sie haben, was Sie uns jetzt präsentiert haben, war Währungsreform dividiert durch drei, weil der Handwerker nur 200 Schilling kostet, der verdient auch nur ein Drittel von dem, der 600 Schilling kostet, und dann kann er sich einen anderen Handwerker erst wieder nicht leisten. Das ist das Erste. Das heißt, und da ist ja ganz klar, wenn die breite Masse ein Geld hat und ein Vertrauen in die wirtschaftliche Situation, dann investieren sie das in den Konsum. So wie wir es jetzt machen, ist, dass wir eben mit diesen Methoden möglichst die Shareholder befriedigen, der hat ja nur mehr Angst, dass seine Kohle, der riesige Zahl im Computer ist, weniger wird. Also diese Themen könnte man, glaube ich, schon ein bisschen beleuchten, dass man sagt, schaffen wir doch die Kaufkraft über diese Maßnahmen europaweit, weil die armen Schlucker in Portugal und in Rumänien, die können sich das, was die produzieren, gar nicht leisten. Und das ist jetzt eine sozialdemokratische Idee, weil das hat der Henry Ford schon erkannt. Wenn er seine Leute mit dem Ford T bei der Serienproduktion produziert, sie den selber nicht leisten können, dann kommt die Serienproduktion nicht hin. Und das wären so Ansätze, wo ich glaube, dass man da schon hinkommen kann, damit das eine neue Frauen hat. Dankeschön. Ja, bitte. Und was vielleicht auch noch ein Thema ist bei den Ausschreibungen, wenn Firmen die Ausschreibung wählen, dass es dann immer Subunternehmer gibt, die eigentlich das sind, die dann die billigsten Arbeitsplätze schaffen und unterbezahlt die Arbeit ausführen und oben drauf nur schlecht ausführen und hinten auch noch Reklamationen zahlen. Warum man da nicht auch vorgeht, der die Ausschreibung gewählt hat, auch dann das auszuführen, nicht dass wieder weiter oben dirigiert und billig herstellen. Dankeschön. Gibt es noch eine Frage? Ja, bitte. Ja, ich möchte da vielleicht den Kollegen anschließen. Als langjähriger Planungsbürobetreiber im Bereich Althaussanierung Wien war ich Zeuge, wie in dieser Praktiken der Auftragsvergaben sowohl die Bauherrschaften als auch dann die ausführenden Firmen halt da die Lücken oder das Nichtvorhandensein von Regeln genützt haben, um Subunternehmer zu beschäftigen. Die Frage ist jetzt, inwieweit es in diesem Konzept der Nationalwirtschaften, nehmen wir her zum Beispiel jetzt Slowenien, Österreich, Ungarn, Österreich hier, gesetzliche Maßnahmen in Österreich vorhanden sind und auch exekutiert werden vor Ort, um das Lohnniveau auf der Baustelle zum Beispiel zu erhalten. Dankeschön. Magst du anfangen, Jörg? Vielleicht noch kurz, ob es schon irgendwelche Ansätze gibt bezüglich Industrie 4.0. Mhm. Wenn schon der Maßen sagt, also wenn das Wasser besitzt hat, ja. In Zukunft wird es dann auch ein garantiertes Grundeinkommen geben. Dankeschön. Ich würde sagen, gibt es noch eine Frage oder schließen wir mit diesen Fragen einmal die Diskussion? Sehr gut, dann darf ich dich bitten, Jörg. Mhm. Ja, zum Thema Freihandelsabkommen insgesamt muss man schon anmerken, dass diese Verhandlungen halt jetzt nicht so laufen, dass man von Anfang an sagt, das und das ist und wenn das nicht ist, dann wird sowieso nichts.
Diese Verhandlungen laufen schon so, dass eigentlich die Europäische Kommission auf der einen Seite die potenziellen Freihandelsabkommenspartner auf der anderen Seite sich einmal unterhalten, was man sich insgesamt vorstellen kann, und dann wird verhandelt. Ich glaube, die Aufgabe der Sozialdemokratie wäre es viel früher gewesen, für sich selbst einige Grundsätze zu definieren, die jetzt nicht unbedingt in die Bedingungen, so wie du das dargestellt hast, münden, sondern zu sagen, was wir eigentlich von freien Handel insgesamt erwarten. Und dass wir schon hätten sagen können, wenn diese Dinge nicht im Abkommen drinnen sind, dann gibt es keine Zustimmung der europäischen Sozialdemokratie. Das ist aber ein sehr österreichischer Zugang, weil ich die europäische Sozialdemokratie so erlebt habe, dass ungefähr die Hälfte von uns das ganz anders gesehen hat und unbedingt ein Abkommen mit den Vereinigten Staaten haben wollte. Dieser Ansatz, den du jetzt vertreten hast, ist eigentlich nur möglich, wenn die europäische Sozialdemokratie in diesen Fragen geschlossen gewesen wäre, war sie aber nicht. Und deshalb wäre das ein bisschen schwierig gewesen, so zu tun. Ich glaube, der Weg, den wir gewählt haben, zu beobachten, was da geschieht, und jeden Schritt, der uns nicht passt, dann aufzuzeigen und dagegen zu mobilisieren, war schon einer, der am Ende auch dazu geführt hat, dass dieses TTIP-Abkommen an sich eh nicht mehr wirklich realistisch war. Und es ist uns der Trump auch noch passiert, was heißt, dass das Abkommen so eh nicht kommt. Aber ich glaube, sich auf Prinzipien zu einigen, innerhalb der Sozialdemokratie zu sagen, wir, jetzt kann man überlegen, was man da sagt, wir wollen keinerlei Nivellierung von gewissen Standards nach unten bei uns, ist vollkommen etwas, was vorstellbar ist. Darüber nachzudenken, brauchen wir eine internationale Schiedsgerichtsbarkeit überhaupt? Und wenn wir auf die Idee kommen, dass wir es vielleicht brauchen, was für eine Institution soll das sein? Also keinesfalls irgendwelche Privattribunale, sondern wenn, dann ein echter Gerichtshof, wie es in anderen Bereichen auch gibt. Also solche Dinge, glaube ich, wären sicherlich geeignet, diskutiert zu werden. Ich habe nur die Erfahrung gemacht, dass es innerhalb unserer Familie einige gibt, die das anders sehen, und kann nicht abschätzen, inwieweit man sich auf sowas einigen wird können. Wolfgang, was du gesagt hast, das teile ich vollkommen. Wir werden nie uns über Lohndumping wettbewerbsfähig machen können. Einerseits nicht, weil die Binnennachfrage ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil am Ende ist, weil wenn die Produkte gekauft und abgesetzt werden können, dann ist das auch für die Unternehmen am Ende ein Asset. Und andererseits, weil wir da nie die Besten sein werden, wenn man das Wort verwenden kann, im wenig verdienen, im wenig Standards haben, im wenig Umweltschutzvorschriften haben. Das heißt, unsere Herausforderung wird sein, immer zu den Besten bei Innovation, bei Qualität und bei Neuigkeit zu sein. Und das führt mich zu der Diskussion um Industrie 4.0. Was ist Industrie 4.0 eigentlich? Industrie 4.0 ist die Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette eines Produkts. Da geht es nicht mehr nur um Digitalisierung im Betrieb, da geht es um Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette. Und diese Entwicklung kommt. Das ist wie wenn die Sonne aufgeht, das kannst du auch nicht verhindern. Weil wenn du da nicht mitmachst, dann brauchst du nicht mehr darüber diskutieren, ob es Produktionsstandorte bei uns noch gibt. Da ist mitzumachen. Deshalb ist die Entscheidung, glaube ich, die wir zu treffen haben und die wir auch getroffen haben, dabei ganz vorn mit dabei zu sein. Und das gelingt uns relativ gut. Wenn man gerade die Obersteiermark anschaut, wenn man die Betriebe von Donnerwitz über Böhler bis ins obere Mirztal, da ist dann dieser Ort namens Mirzzuschlag, wo der junge Mann da herkommt, und wenn man meint, das ist der wichtigste im ganzen Mirztal. Da ist das überall so. Und ich glaube, wenn wir diese Entwicklung
kommen sieht und vorantreiben möchte, gibt es einige Dinge, über die man nachdenken muss. Wenn wir über Digitalisierung und Roboterisierung in diesem Ausmaß sprechen, so muss man diskutieren, ob das eine zukünftige Form von definierter Arbeit ist, die natürlich dann auch besteuert werden muss. Das ist einmal das Erste. Das Zweite ist, was bedeutet es für die realen Arbeitsbedingungen? Und die Entwicklung, die wir jetzt sehen, ist, dass in der Produktion selbst die Arbeitsplätze weniger werden, aber immer hochqualifizierter werden, gleichzeitig aber vor der Produktion und nach der Produktion mehr Arbeitsplätze notwendig werden. In der Vorbereitung und in der Vermittlung, ich nenne das immer Vermittlung, andere sagen Verkauf, aber in der Vermittlung zwischen den Technikern und den Kunden. Und das bedeutet natürlich auch Qualifikationsänderungen. Das heißt, die ganze Digitalisierung führt uns einerseits zur Überlegung, wie ist die Steuerpolitik von morgen und wie qualifizieren wir die Menschen so, dass das funktioniert. Und da möchte ich einmal eine Lanze für die Steuerpolitik brechen oder für Steuern insgesamt brechen, weil das immer so verschämt diskutiert wird. Überlegt es einmal, wenn unsere Vorfahren eine Steuermoral gehabt hätten, wie jetzt die großen Konzerne, dann kennt man von Graz nach Bruckner mit der Dampfeisenbahn fahren. Dann gab es kein neues Krankenhaus. Dann gab es nicht die Bildungsstätten, die wir haben. Ich war halt auf der FH in Kapfenberg und war unglaublich begeistert, was dort gemacht wird, aber das gab es nicht. Weil die Steuern von heute sind die Zukunft derer, die nach uns kommen. Weil Steuergeld ist nicht Geld, das für irgendwas ausgeschmissen wird. Steuergeld ist nicht Geld, das irgendwelchen Luxus finanziert. Steuergeld finanziert die notwendige Infrastruktur. Und wir diskutieren meines Erachtens vielleicht zu oft über die Kombination Steuergeld und Sozialleistungen. Das ist ja nur ein Teilbereich. Steuergeld stellt unsere gesamte Lebensumwelt, gestaltet das. Und deshalb, glaube ich, ist es eine der Hauptherausforderungen, und da kommen wir wieder zur europäischen Politik zurück, dafür zu sorgen, dass die jetzt nichts zahlen und das auf Kosten der Allgemeinheit und auf Kosten der Zukunft unserer Kinder nichts zahlen, dass die wieder zum Zahlen gebracht werden, liebe Freundinnen und Freunde. Und das ist eine der Hauptherausforderungen für die Zukunft der europäischen Politik, dass die Starbucks, Apples, Googles und wie sie alle heißen, ein bisschen was beitragen wieder, damit die Zukunft lebenswert wird. Danke, Jörg. Hannes? Ja, vielleicht zu drei Punkten. Zuerst zum Klaus noch, was TTIP betrifft. Irgendwo muss uns das doch zu denken geben, wenn wir gesagt haben, TTIP ist eine Katastrophe für Europa, dass der Trump jetzt TTIP absagt. Und sagt er da, Rücksicht vielleicht. Ja, weil der Trump sagt, es sind nur Nachteile für Amerika. Also diese simple Sicht, die viele verbreiten bei uns, ja, die Grünen zuerst und in der SPÖ ist das ja auch sehr breit, ich bekenne, da habe ich ein bisschen eine Minderheitsposition, das kann irgendwie nicht ganz stimmen. Die einen sagen, in Europa ist eine Katastrophe, TTIP, und Trump und die anderen Amerikaner sagen, das wäre für Amerika ein Wahnsinn. Also entweder stimmt das eine oder das andere, oder es stimmt in beiden, dass beide gewisse Nachteile haben. Ich habe in Amerika mit den Chefs der Gewerkschaft gesprochen, wie ich noch in Funktion war. Die waren alle dafür. Warum? Weil sie gesagt haben, endlich kriegen wir ein bisschen von euren sozial- und arbeitsrechtlichen Vorschriften nach Amerika. Weil Volkswagen unter anderem auch deshalb oder in jenen Staaten, Mitgliedstaaten der USA investieren, wo sie eben keine Gewerkschaft zulassen müssen. Und dort haben sie ja zum Teil die Regel, es war ja bei Siemens auch einmal, das kann abgestimmt werden, und wenn die Leute unter Einfluss natürlich des Unternehmers, des Betriebsleiters gegen eine Gewerkschaft sind oder im Betriebsrat, gibt es dann auch keine. Also diese simple Sicht, das ist alles eine Katastrophe und wir übernehmen, das stimmt einfach nicht. Außerdem, warum, wo steht geschrieben, dass wir unsere sozial- oder arbeitsrechtlichen Normen aufgeben müssen? Das ist nirgends, war auch nie ein Gegenstand der Verhandlung. Das sind zwei Dinge. Das eine war der sogenannte Chlorhund, dass wir das vielleicht zulassen müssen.
obwohl da auch unsere strengen Umweltleute gesagt haben, das hat mit Umwelt und mit Gesundheit nichts zu tun. Und das andere ist die Schiedsgerichtsbarkeit. Da bin ich absolut dagegen. Ich war im Übrigen immer auch sowohl im Europäischen Parlament als auch in Amerika der Meinung, machen wir kein Generalabkommen, das ist viel zu kompliziert. Machen wir dort, wo wir uns einigen können, ein paar Dinge, machen wir da einen Fortschritt. Wo wir zum Beispiel gerade im Umweltbereich Regeln finden können, die dann auch weltweit gewisse Maßstäbe sind, zum Beispiel für China. Mir hat das Abkommen mit den Amerikanern eigentlich viel wichtiger gewesen gegenüber China. Aber die Schiedsgerichtsbarkeit bin ich dagegen, obwohl viele österreichische Unternehmer, zum Beispiel in den Ländern, ich spreche noch ein bisschen auch zu dir, aber in den Ländern, wo wir österreichische Unternehmen haben, gerade in Osteuropa, froh sind, dass es das gibt, weil wir Angst haben wegen der Gerichtsbarkeit dort. Und im Übrigen, wenn es eine Gerichtsbarkeit, eine normale Gerichtsbarkeit gibt, die unseren Interessen nicht entspricht, kann das auch in Amerika sein, weil wir einige Fälle haben, wo die normalen Gerichte dort, weil wir ja keinen Einfluss haben, gegen europäische Unternehmungen entschieden haben. Aber ich bin überzeugt, dass jedes europäische Gericht völlig korrekt auch den Amerikanern Recht geben würde. Also ich sage das nicht, weil ich jetzt dafür bin, aber nur diese simple Verfolgung, jetzt muss man gegen TTIP sein, weil das ist die Katastrophe. Wir gehen da einigen Leuten auf den Leim, die aus ganz bewusst politischen Gründen das propagieren wollen. Aber es ist eh kein Thema mehr, weil der Trump das abgesagt hat, weil er zur Erkenntnis gekommen ist, das ist ein Schaden für Amerika. Weil natürlich der Herr Trump genau das verfolgt. Der verhandelt lieber mit Großbritannien, mit Deutschland, mit Österreich. Denn wenn die USA mit Österreich verhandeln, dann ist es ein anderes Gewicht, als wenn die USA mit Europa verhandeln. Der Fehler, der gemacht worden ist, inklusive auch unserer Minister in Österreich, auch sozialdemokratischen, dass wir das Mandat, das der Kommission gegeben worden ist, nicht veröffentlicht haben und die Kommission sagen musste, aus rechtlichen Gründen, das können nur die Regierungen freigeben. Und ich kenne einige österreichische Minister, insbesondere natürlich von ÖVP, Herr Mitterlehner und auch französische und andere, die alle, wie kein Wirbel war, gesagt haben, dann hat das Mandat, der Auftrag an die Kommission zur Verhandlung wird nicht veröffentlicht. Aber dann haben sie plötzlich, wie sie gemerkt haben, es gibt einen Wirbel, dann aufgeschrien, ja, warum ist das nicht veröffentlicht? Aber weil es eben keine Zustimmung des Rates war. Aber wie gesagt, das kommt da gar nicht, weil Trump wahrscheinlich zu Recht gemerkt hat, das stärkt unsere Gewerkschaften in den USA, das führt Arbeitsnormen und arbeitsrechtliche Dinge in den USA ein, die ich nicht will als Unternehmer. Und das ist der Grund, warum es TTIP nicht geben wird, nicht weil es umgekehrt wäre. Der zweite Punkt zu den Subunternehmern, nur eine kurze Bemerkung. Ja, das ist absolut richtig, das ist das große Problem. Wir haben in der Novellierung der Entsenderichtlinie ein bisschen was ändern können, nicht in allen Bereichen, nämlich dass der Unternehmer, ich glaube, das ist auch in der österreichischen Gesetzgebung, dass der Auftragnehmer verantwortlich ist für alles, auch was die Subunternehmer machen. Denn das war natürlich immer die Ausrede, ja, ich kann nichts dafür, das war der Subunternehmer, dann gibt es vielleicht gar nicht mehr, der ist vielleicht aufgelöst inzwischen. Und das muss verhindert werden, nämlich dass dieses Subunternehmertum, wenn es schon stattfindet, da wird es nicht ganz verhindern können, aber dass dieses dass der Unternehmer, der Auftragnehmer ist voll verantwortlich. Wenn es ein Problem gibt, dann muss er das lösen mit dem Subunternehmer, das kann aber nicht der Auftraggeber dann verantwortlich sein, dass er irgendwo sucht, wo es irgendwo im Ausland einen Subunternehmer gibt, den er gar nicht kennt. Der letzte Punkt nur, ich glaube, es war Bill Gates, der ja auch für diese Steuer war, für so wie vereinfacht eine Robotersteuer oder Automatensteuer. Das halte ich für richtig. Und diese dumme Reaktion des Herrn Schelling, wie Kern einmal so erwähnt hat, gleich auf die Maschinensteuer gekommen ist, wir brauchen ein anderes Steuersystem. Und dann gibt es das Argument, wir wollen ja nicht verhindern, dass es zu Robotisieren kommt. Natürlich wird es nicht. Wenn der Roboter sich auszahlt, dann wird man machen. Und wenn er ein bisschen langsamer eingeführt wird, okay, dann wird die Automatisierung halt ein bisschen langsamer. Natürlich müsste man schauen, dass man eher in Europa oder global dahin geht, damit nicht die benachteiligt sind, diese Steuerleistung geben. Du hast aber erwähnt, das Basiseinkommen, und da habe ich meine Zweifel. Vor allem in der jetzigen Situation. Stell dir vor,
wir sagen, und das kann ich mir kaum vorstellen, gerade in der Partei, wir sagen, jeder kriegt einmal ein Basiseinkommen. Das ist, da wird so viele Konflikte geben und so viel Widerstand. Der will Einkommen, und da gebe ich auch dem Jörg recht, und das hat die Nahles einmal auch gut gesagt, es geht eigentlich darum, dass wir unsere Leute qualifizieren, dass wir schauen, dass sie einen Job bekommen. Wenn ich ein Basiseinkommen habe, was brauche ich mir da noch kümmern, dass es Arbeitsplätze gibt? Kriegst du ein Einkommen, ein Basiseinkommen, gib eine Ruhe. Und das mag einmal sein, dass es in 10 oder in 15 oder in 20, 25 Jahren dazu kommt, wenn es wirklich so eine massive Freisetzung unter Anführungszeichen von Arbeitern durch die Automatisierung gibt. Aber heutzutage muss ich wirklich sagen, ich glaube, unser Schwerpunkt muss sein, das Sozialsystem ordentlich zu finanzieren durch eine entsprechende Steuern und dass wir schauen, dass die Leute einen Job kriegen, dass wir sie ausbilden dafür. Ich bin selbst auch Präsident der inzwischen größten Fachhochschule in Österreich, da kann ich nur recht geben, was der Jörg gesagt hat, da wird so Tolles geleistet. Und da werden die Leute auch ausgebildet und das ist unsere wichtigste Aufgabe, die Leute zu qualifizieren und auszubilden. Natürlich muss es auch einen Job kriegen. Weil das ist das Schlimmste, wenn ich viel in die Ausbildung stecke und die Leute kriegen keinen Job. Aber das ist die Aufgabe, glaube ich, der Sozialdemokratie jetzt. Und dann können wir uns in 20 Jahren überlegen, ob so ein Basiseinkommen die Zukunft ist. Derzeit glaube ich nicht. Danke, Hannes. Dankeschön. Ja, dann möchte ich mich mal ganz herzlich bedanken beim Publikum für die vielen kritischen, aber sehr interessanten Fragen. Ich denke mal, EU-Politik ist wirklich ein sehr großes Feld, das einfach viele Themen umfasst und das uns sehr beschäftigt. Ich habe heute, das ist mir jetzt so zum Schluss eingefallen, vom Kollegen, der da in der dritten Reihe sitzt, einen interessanten Satz gehört. Und zwar, er hat gesagt bei der Vorstellrunde, viele Menschen und vor allem viele junge Menschen fühlen sich als Europäer. Und das war so ein schöner Satz, weil ich denke mir, das ist einfach eine Entwicklung, die wir gemeinsam gehen. Eine Entwicklung, die vielleicht nur unterschiedlich in unterschiedlichen Ländern stattfindet, aber das so eine spürbare Stärke und so ein spürbares Miteinander ist. Und ich würde euch jetzt ganz kurz noch vielleicht zwei Abschlusssätze bitten, warum positiv, gemeinsam, nach dem Motto, gemeinsam sind wir mehr, gemeinsam sind wir stärker, positiv dieser europäischen Politik entgegenzusehen. Ja, ich kann es ganz kurz machen. Die Europäische Union ist unsere große Chance. Unsere Lebensverhältnisse, so wie wir sie gewohnt sind, wie wir sie schätzen, nicht nur zu bewahren, sondern noch zu verbessern. Und sie ist wahrscheinlich die einzige Chance. Deshalb wird es Zeit, dass die, die an diese Chance glauben und an diese Chance hoffen, für Europa kämpfen. Und nicht die Diskussion über Europa den Populisten zu überlassen. Dagegen halten, um das geht's. Ja, wir haben heute ein bisschen diskutiert vorher und einige haben gefragt, ja, warum gehen die Flüchtlinge nicht nach Saudi-Arabien oder dorthin? Warum gehen sie nach Europa? Weil genau das ist, was der Jörg gesagt hat. Wir sind halt noch immer der für den Wohlstand und die Wohlfahrt und das Wohlergehen beste Kontinent. Das kann sich ändern, wenn wir wieder neue Grenzen kriegen, wenn wir wieder der einen gegen die anderen sind, wenn die Nationalisten in Frankreich gewinnen und gegen die Nationalisten in Italien oder in den Niederlanden oder in Österreich sind. Und das, glaube ich, das muss man verhindern. Und der Optimismus ist notwendig, um nicht bei jeder Herausforderung, und das Flüchtlingswesen ist eine Herausforderung und die neuen Technologien sind Herausforderungen, sofort zu verzweifeln, auf furchtbar, was auf uns zukommt. Sondern wenn wir die Herausforderungen immer als Herausforderungen sehen, und das heißt, dass wir sie lösen können. Und da ist schon meine Hoffnung mit jungen Leuten, weil für die vieles selbstverständlich ist, ja, dass man miteinander lebt, auch mit unterschiedlichen Kulturen und unterschiedlichen Herkunft, was im Übrigen immer der Fall war. Die Nationalisten tun so, als ob es die Österreicher gibt und nicht immer eine Vielfalt gewesen ist. Und das gibt mir eigentlich Hoffnung, dass wir die Krisen, die wir jetzt sicherlich durchmachen, überwinden. Und das gibt mir auch Hoffnung, dass die Sozialdemokratie wieder stärker wird, weil ich mir ein Europa ohne eine starke Sozialdemokratie nicht vorstellen kann oder zumindest nicht vorstellen möchte. Und auch das gibt mir Antrieb als Sozialdemokrat.
Lobo, da danke ich auch gleich, Fritz. Danke, Herr Moderator. Ja. Dankeschön.